aufwachen, Wally. Für dich immer noch Blutnase, du gemeiner Seehund. Du bist als Pirat ein Versager, es war schön mit dir zu sprechen. Nee, hier, lass mich frei. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Aber vielleicht will ich ja in Streifen. Nee, egal. Ich würde sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Kleinen ein wenig zu demotivieren. Du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Piep? Versuch es, Knirps. Du hast nicht den Mumm. Und du und welche Kriegslotte? Na los, schieß schon. Piep. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Wort? Versuch es, Knirps. Du hast nicht den Mumm. Und welche Kriegslotte? Na los, schieß schon. Ich würde sagen... Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde... Oh, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal... Ja? Ich bin nicht einmal unfreundlich. Was? Oh. Ja. Ach, ist ja schon gut. Das Lustige ist, man kann ihn auch auf den falschen Haken an der Hand und so weiter ansprechen, dann antwortet er immer andere Sachen. Zum Beispiel würde er zu dem Haken sagen, Plastikhaken, oh, ja, das ist nur ein Trainingshaken. LeChuck wird mir irgendwann später noch die Hand abhacken, damit ich einen echten Haken kriege. Mhm. Ja. Es ist Wallys falscher Piratenhaken. Ja, den können wir mitnehmen. Zack. So. Die Tür haben wir uns noch nicht angeguckt. Sie sieht ziemlich stabil aus. Können wir mit ihr reden? Wenn da jemand von euch stinkenden, elenden Unholden der Verdammnis drin ist. Keine Antwort. Könntet ihr die Tür aufmachen? Es ist nicht, dass ich versuche zu fliehen oder so. Nein. Es ist nur so, dass ich gerne rausgehen und ein Getränk für Erwachsene genießen möchte. Eine Cola oder so. Es gibt aber auch noch ein Schlüsselloch. Ich sehe ein Diorama der Kinder der Welt, wie sie in Frieden und Freiheit leben. Was? Nein, warte. Das kann es nicht sein. Es ist einfach zu dunkel, um zu erkennen, was da drin ist. Ja. Können wir mit dem Schlüsselloch reden? Hey! Wenn jemand von euch ranzigen, üblen, abtrünnigen Höllenbruten da drin ist, dann nehmt euch lieber in Acht. Denn ich breche hier aus. Ich frag mich gerade, ob er noch mehr Sachen sagt, wenn er mit der Tür redet. Hallo? Jemand da drin, der weder böse noch tot ist? Das ist ja das Geile an den Spielen. Da meldet sich niemand. Oh. Wenn da jemand drin wäre, dann wären ja das irgendwelche Gefolgsleute der Finsternis. Können wir eigentlich nochmal durchs Schlüsselloch gucken? Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ah, schade. Können wir mit Wally reden? Nee, Moment, erstmal angucken. Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Ich will ihn nicht stören. Er hat einen harten Tag gehabt. Na gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich mal die Kanone benutzen. Haha. Piu. Ups, ich wollte die Burg nicht beschädigen. Moment. Ein bisschen tiefer ziehen. Ups. Das war ganz schön knapp, Kumpel. Was? Ah, ich will doch die Kommentare von euch hören. Oh, habe ich euch versenkt. Tut mir aber leid. Auf welcher Seite stehst du? Nicht auf eurer. Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet. Noch einmal. Wirklich? Noch einmal? Es ist, als wärst du keiner von LeChucks bösartigen Lakaien. Wie kommt ihr denn darauf? Moment. Zack. Die Festung, du Narr! Ziele auf die Festung! Was? Wally, wenn wir zurück auf dem Schiff sind, bekommst du großen Ärger! Wer besiegt diese Kanone? Wally auf jeden Fall nicht! Halte weiter vor, du Idiot! Hören wir noch einen Kommentar oder soll ich euch endlich vernichten? Oh, nun sind sie weg. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin.
Piggies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Lecker. Sind ja alles Untote da. Oh. Da haben wir, ja, ein sprechender Totenkopf. Sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Dieses Klappern immer. Es ist ein schrecklicher Totenkopf. Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Was wäre? Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Ja. Es ist ein schrecklicher Totenkopf. Ach nee, ich wollte mit ihm reden. Kann ich dich Platte nennen? Hast du was verloren? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Oder ich bin Guybrush, entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Ich bin Guybrush, entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Und dann wird dieser Kummer das Letzte sein, was du fühlen wirst. Was? Du stehst vor dem schrecklichen Dämonenschädel Murray. Ah, okay. Und nun will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Na dann mal los. Ik? A, O, ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Der feiert das, würde ich sagen. Warum lachst du eigentlich so viel? Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Okay. Kann ich dich Platte nennen? Kann ich dich Platte nennen? Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Bist du das? Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Ach. Schreite? Dann eben rolle. Durch die Tore der Hölle rolle. Ja. Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen? Ja. Muss ich. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper? Naja, geht so. Naja. Apropos, mit einer Kerze auf der Stirn würdest du richtig großartig aussehen. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, wie kommt der denn drauf? Wirklich? Ja. Wirklich? Das ist toll. Was? Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Wie kannst du ohne Augen eigentlich sehen? Wie kannst du ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Ja. Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Ja. Nun, das ist wohl richtig. Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen. Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut. Ja. Na bitte. Sieh immer das Positive. Und, Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken. Ich gehe jetzt. Genau wie ich. Nun, ich hab... lass mich allein. Ja. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushacken. Ja, ich habe auch sehr hohe Geheimratsecken. Die sind noch nicht so hoch. Trümmer. Ja, ich schätze. Dort schwimmt ein Skelettarm im Wasser. Mhm. Ich glaube, er würde mich beißen. Zumindest ja. Hab ich etwas. Wir haben auch ein Inventar. Kann ich mit der rechten Maustaste aufrufen. Und da können wir Sachen kombinieren. Zack. Junge. Und schon, haben wir... Es ist ein Ladestock mit einem aufgesteckten Plastikhaken. Yay! Heliumballons. Sie sind sehr festlich. Ich könnte... Können wir... Vielleicht später. Oh, Mendo! Piratenliteratur. Piraterie nach Art des LeChuck. Kapitel 1. Ja? Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Hm. Das ist so unfair. Oh, das tut mir leid, Murray. Jetzt werden alle die Festung stürmen und ich hänge hier fest. Nee, keiner wird die Festung stürmen. Kapitel 2. Fußeisen oder Prügelstrafe? Die jahrhundertealte Frage. Tja, die wichtigen Fragen. Kapitel 3. Meerjungfrauen oder Mantarochen? Macht das wirklich einen Unterschied? Ich weiß auch nicht. Was ist besser bei einer Meerjungfrau? Es ist eine Ausgabe von Piraterie nach Artus LeChuck. Eine Meerjungfrau mit einem Fischschwanz und einem Menschenkörper? Oder eine Meerjungfrau mit einem... mit Menschenbeinen und einem Fischkörper? Denn je nachdem, was du mit der Meerjungfrau anstellen willst, wäre es vielleicht praktischer, das ein oder das andere zu haben. Aber beides auf einmal... Na gut, wir angeln ein wenig. Hopp. Danke. Das ist mein Arm. Nicht mehr lange. Zurück. Jetzt ist es meiner. Apropos.
Wir können den Arm auch versuchen zurückzugeben. Wenn ich dir den Arm wiedergäbe, was würdest du dann damit machen? Ja. Ich würde die Südsee terrorisieren. Ich würde die Lebenden quälen. Zermalmen würde ich die... Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich ihn dazu benutzen würde, kleine Katzen zu streichen. Ach. Nein, du hast es vermasselt. Ja. Mist. Ich hab dich durchschaut. So, Skelettarm können wir ihm nicht geben, aber vielleicht können wir ihm darunter helfen. Hey! Ich wollte ihn angeln! Ich wollte ihn da nicht runterschubsen! Mann, ist Guybrush fies. So. Ja, okay. Aber jetzt müssen wir uns hier mal befreien, denn hier gibt's ein schönes Halteseil. Das können wir einmal kaputt machen. So. Ja, Guybrush hat's nicht so eilig. Es gab übrigens in dem Originalspiel... Ach, schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Im Originalspiel gab es tatsächlich einen Regler für die Ganggeschwindigkeit von Guybrush, damit er schneller geht. So, dann würde ich mal sagen, betätigen wir mal die Kanone. Und befreien uns hier hoffentlich mal. Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Oh nein! Ups! Na, Ditte war ja jetzt nicht so praktisch. Hey, ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Natürlich, wir hätten ja auch das Messer für irgendwas anderes verwenden können als... Aber egal, das ist quasi wie bei den Wimmelbildspielen, die ich hin und wieder spiele. Oh, eine Pralinenschachtel. Mal sehen, ich guck mir alles an. Gerade überzogene Entenmuscheln, Lakritzangelhaken, Seebengels, Glasaugen. Kann ich das mitnehmen? Nein. Ist. Nein. Das Zeug ist selbst für einen Piraten ekelhaft. Mhm. Ein Kranz. Heirate mich oder stirb. Ergreifend. Ja, das wird sie definitiv motivieren. Ich weiß nicht, das scheint ein bisschen gruselig zu sein. Nein. Was? Musikbox? Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Oh. Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Nein. Schwimmhilfe. Ich will nicht wissen, welche Pläne LeChuck damit hatte. Können wir die mitnehmen? Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Genau. Päh. Als wenn ich sowas tragen würde. Was? LeChucks unbenutzter Kamm. Ich möchte nicht daran denken, was dieser Kamm durchmachen musste. Ja, können wir die mitnehmen? Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Was? Eine Schallplattensammlung? Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Wow. Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Nein. Können wir die mitnehmen? Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel aufzutreiben. Ja, das ist echt kompliziert. Schallplattenspieler gibt's heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Was haben wir denn da? Haushaltsgeräte? Eine wunderschöne Wasch- und Trockenkombination mit hohem Fassungsvermögen. Na, also LeChuck weiß, was die Frauen wollen, um heiratswillig zu werden. Wo soll ich sie einstöpseln? Hier gibt's ja keinen... Oh, Champagner. Shampoos. Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Was? Ein guter Jahrgang noch dazu. Formaldehyd ist aber kein... Nein. Und... Nein. Auch nicht. Musikbox Porträt von LeChuck. Es ist der rumreiche LeChuck. Ruhmreiche. Ja. Den hat man viel rumgereicht. Ha, ha, ha. Nein. Oh. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Beutel. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Den müssen wir mitnehmen. Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Wer hätte es gedacht? Ein Ring. Es ist ein Diamantring. Den müssen wir mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Schwimmhilfe. Kamm. Schallplattensammlung. Haushalts... Ein Teddybären haben wir da noch. Ihm ist mitten durchs Herz gestochen worden. Niedlich und doch unheimlich. Ja, hier. Komm, Guybrush, geh mal weg. Da.
Können wir ihn mitnehmen? Natürlich nicht. Der Bär ist zu groß zum Herumtragen und das Schwert ist eine Attrappe aus Plastik. Schade. Da oben, klaffendes Loch zur Oberfläche. Wenn ich nur einen Weg fände, da rauf und hinauszukommen. Hm,